Wäre es eigentlich nicht theoretisch möglich, wenn ich hier eine Anbindung dran mache, so an beide, dass ich hier den Müll hin verlagere? Nein, das hier wollte ich. So. Warte mal, ziehe ich die hier weiter durch, nach hier drüben hin. So. 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 Dann baue ich hier einfach den Müll dran. Mache ich hier noch so eine Durchfahrt. Das ist eine tolle Durchfahrt hier. Und die ist wenigstens ein bisschen besser. Ort bereits belegt. Von was denn? Von gar nichts oder was? So, dann mache ich hier vielleicht mal die Ampel weg. Ich habe gehört, das ist hilfreich. So. Dann könnten die Müllwagen theoretisch hier wieder... Ach ne, da habe ich ja... Warte mal. Ach komm, so ist besser. Dann baue ich hier wieder einen rum. So. Okay, da haben wir das schon mal vorbereitet. Weil dann könnte ich hier noch irgendwas anderes noch hinmachen. So, hier steht wieder ordentlich leer. Wie schön. Würde ich gerne nur noch die Teile hier bauen. Die sind ja fucking teuer, ne? Bauen direkt an der Autobahn. Oder hier. Fangen wir hinten an, komm. Ja, hier. So. Fahren auch in andere verschiedene Richtungen, auch gut. Problem ist nur, wenn der hier lang fährt, will der dann hier hinten hoch. Was auch nicht geht. Hm. Vielleicht sollte ich hier mal eine Verbindung ziehen, hier. Kann er nämlich hier auch rein, obwohl das hier hinten eigentlich... Wo fährt er hin? Ist die Frage. Wo fährt der Sack hin? Ach, der holt hier was, oder? Hier fährt auch einer rein. Der fährt jetzt nach hier. Anders geht's ja auch nicht. Wo fährt der jetzt hin? Der kann ja schlecht hier durch. Ach, doch kann er auch, aber dann müsste er nach da. Wie fährt er denn? Dann fährt er hier rein, oder was? Ah, okay. Und dann holt er hier hinten ab. Ja gut, das ist auch eine Möglichkeit. Ich werde das nur hier nicht machen, weil sich dann das zu viel staut hier. Das werde ich nicht tun. Oder ich mache eine von hier drüben nach da. Ich lasse es lieber. So. Und dann fehlt hier hinten noch Wasser. Hätte ich die Leitung doch liegen lassen können. Auch toll. So. Kriege ich die gleich ganz durch. Strom? Brauchen die hier Strom? Ne, machen die selber sogar. Nicht schlecht. Weißt du was, wenn die selber Strom machen, dann zapfe ich mir natürlich noch was ab. So gierig bin ich jetzt mal. Mist, das passt nicht, oder? Zählt das? Mit Sicherheit nicht, ne? Obwohl das kein nicht angeschlossenes Schild ist, deswegen schätze ich mal, zählt das. Wir können jetzt theoretisch auch hier. Machen wir auch. So. Sieht jetzt halt nur ein bisschen komisch aus, aber hey. Voll übertrieben hier. San Francisco ist das. Neun deutscher Fall. So. Theoretisch könnte ich die hier verbinden und dann das hier wegreißen, ne? Keine schlechte Idee eigentlich. Warte. Das hier und dann ziehen wir das von hier nach da. So. Oh, das sieht schön aus hier. Warte. Ich mach das wieder dran. Sieht auch schön aus. Nicht schlecht eigentlich. Kleine Abkürzung hier für die Müllwagen oder falls einer nicht hier, sondern da reinfahren will, optional, ne? Warum nicht, ne?
So, weil das hier hinten ist immer noch Chaos. Chaos. Dann ziehe ich das Ding schon mal nach hinten rüber, würde ich behaupten. So, nach hier. So. Okay. Alles hier. Gebäude leert sich. Kein Platz mehr. Ach, verschieben geht nicht. Ja gut. Vielleicht sollte ich hinten mal für Zufriedenheit sorgen. Vielleicht geht das ja. Ganz kurz. So, den hier. Ach, Mist, der Bauherr. Ganz ehrlich, dann warte ich kurz. So. Was können wir noch machen? Ich würde ganz gerne noch mehr von denen hier bauen. Mücke. Fliege. So eine kleine Fliege. Kennt ihr diese kleinen Fliegen? Die sind voll nervig. So. Ich baue mal ein bisschen hier von. Völlig übertrieben. Einfach nur baue ich hier. Ganz ehrlich, ich baue die ganze Reihe zu Ende. So, Alter. Als ob ich es berechnet hätte. Alter. Da können wir hier nochmal. Alter Schwede. Okay. Das wird natürlich jetzt einiges hier unten kosten. Ich sag's nur, das hier wird jetzt ein bisschen weniger werden. So einiges weniger. Ich sag's nur mal vorneweg. Und dann hätten wir das Müllproblem, glaube ich, erstmal auf längere Zeit gelöst. Ich weiß nur nicht, ob das hier jetzt so eine gute Idee war, das direkt an der Autobahn anzubinden. Weil jetzt kommt hier natürlich eine ganze Armada die ganze Zeit raus. Aber ich weiß nicht, ob das nur während der Startphase jetzt so ist. Das weiß ich halt nicht. Müssen wir mal schauen. Das ist halt nur für die, die hier rüberfahren wollen. Ich sag's nur. So. Ach, Mann, diese Fliege, die nervt. So, und gleich sind wir auch schon hier. Ich weiß nicht, ob ich jemals öffentliche Verkehrsmittel bauen werde. Mit Sicherheit, aber ich weiß nicht, ob es noch in diesem Let's Play sein wird. Vielleicht mache ich ja nochmal eins dazu. Staffel 2 oder so vielleicht. Mal gucken. So. Könnte ich mal ganz kurz an das alte Projekt hier ganz schnell mal hier den hier machen und dann würde ich noch ganz gerne hier das Wasser verlegen. Hier habe ich es komischerweise hochkant gemacht. Ich weiß nicht warum. Fand ich wohl eine gute Idee. Oder auch nicht. Ja, toll. Das ist doch scheiße. Das bringt auch nichts. Irgendwie bleibt immer was über. Warte. Das ist nicht so gut. Da ist es mir zu risikohaft. Da gehe ich lieber ein bisschen mehr hier. Das ist genau das gleiche Problem jetzt. Ja, ich hoffe, man hat es erkannt. So. Ich hoffe, die Autofahrer stecken sich nicht an hier. Hatte ich hier eigentlich eine Lärmschutzwand? Ja, vielleicht schirmt die ja sogar ein bisschen ab. Ich habe keine Ahnung. Die Bäume bedanken sich natürlich. Die Möwen kommen natürlich auch, jetzt ist logisch. Die können fliegen auch über Kläranlagen. Apropos Kläranlagen. Ja, da haben wir jetzt 6 von, ne? Würde ich vielleicht mal. Ah ja, gute Idee. Dann würde ich aber jetzt einfach die Dinger hier bauen. So. Machen wir gleich 2. 2. Na, vielleicht auch 3. So. Oh, das war vielleicht ein bisschen viel. Ja. So. So. Okay.
Ich könnte auch theoretisch von hier eins gerade durchziehen, aber ganz ehrlich, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Die könnte ich vielleicht mal irgendwann austauschen, wenn das Geld wieder ein bisschen mehr wird hier. Aber erstmal würde ich es gerne so lassen. Und die Straße hier könnte ich theoretisch mal wegräumen, oder? Ich glaube, da hätte keiner was gegen. So. Ja. Was ist das denn hier? Sieht irgendwie aus wie... Ist das ein Grafikfehler? Guck mal hier. Das ist doch ein Grafikfehler hier, oder nicht? Das ist doch ein Grafikfehler. Ja, das muss es. Sonst verstehe ich das Spiel nicht mehr, wenn es kein Grafikfehler ist. Klar, Moment, mein Ohr juckt. So. So. Jetzt hat. Gut. Nimmt so langsam Form an, so langsam. Dann könnte man hier theoretisch noch weiter bauen für Wohnungen, aber brauchen wir ehrlich gesagt gerade nicht. So. 89% voll. Wie viele Müllfahrzeuge hat so ein Ding eigentlich? 27, gut. Vielleicht haben wir erstmal genug gebaut. So. Wir haben auch fast die wöchentlichen Einnahmen wieder hochgetrieben. Da ist es nicht so schlecht. Und hier hinten... Stimmt, habe ich vergessen. So zu machen. Hier oben verbindet sich das ja, deswegen könnte ich ja theoretisch diese Verbindung hier rausreißen, oder nicht? Würde ich erstmal behaupten. Ja, hier baue ich vielleicht nochmal irgendwann was hin. Bielefeld wird sich auch noch vergrößern irgendwann, ich versichere es euch. Nein, wird es nicht. So. Deswegen würde ich sagen, mache ich mal ganz kurz den hier. So. Das verbindet sich ja hier erstmal, solange das hier steht. Oder wir machen auf Nummer sicher. Und wir tun folgendes. Keine Ahnung. Oh, wir tun folgendes. Warte. Direkt hin. Nein, okay. Verbindet sich das jetzt vom Strom her? Ja, okay. Dann sind wir hier sicher. Falls die irgendwann mal weg sind, dann sind wir auf der sicheren Seite. So. Gut. Hier, den hier einmal. Und das Zeug noch weg hier. So. Lalalala. Hier ist komischerweise kein einziges Problem. Vielleicht liegt es daran, dass die Bildung sich weiterentwickelt. Apropos. Wir haben natürlich immer noch nicht genug Grundschulen. Eine bräuchten wir theoretisch noch. Ja, hinten haben fast alle einen Abschluss. Deswegen wäre das eigentlich... aber wir brauchen trotzdem noch welche. Deswegen würde ich sagen, setzen wir hier hinten eine hin. So, hier vielleicht. So. Oh, ja, da brauchen wir auch noch eine, mindestens. Hier unten vielleicht auch noch, oder hier oben in der Ecke, hier neben. So. Wie viel Kapazität? Gut, es wird ein bisschen mehr. Wie viel haben wir denn schon mit Gesamtanbeschluss? 75%? Alter, nicht schlecht. Nicht schlecht, Kapazität haben wir auch noch genug. So. Alles klar. Es läuft, würde ich sagen. Und gleich hier. Das dürfte nicht mehr allzu lang dauern. Ich sehe es nämlich gerade. Dann warten wir noch ganz kurz ab. Warte. Obwohl, nee, das dauert noch ein kleines bisschen. Ich werde gleich überrascht gucken. In der Zeit können wir ja mal hier... So. Das hier... So. So. Alter, schon wieder was leer. Ach so. So, jetzt dürfte es jeden Moment soweit sein.
Oh, hier ist was leer. Okay. Ah, alles klar. So, und hier hinten füllt sich es langsam auch. Dann würde ich sagen, können wir theoretisch gleich mal nach den 44.000 hier das nächste Gebiet umziehen auf dicht besiedelt. Würde ich behaupten. Und trotz, dass wir immer nur die kleinen nehmen, außer die Hauptstraße hier, verteilt sich der Verkehr doch einigermaßen nicht schlecht, ne? Das muss man schon mal sagen. So, jetzt ist es gleich hier soweit, warte. Ah, kommen die 16 noch hier. So, da haben wir's. Neues Gebiet können wir verkaufen. Oh, das werden wir uns gleich sofort anschauen. Und, ja. Als nächstes brauchen wir dann 65.000. So. Und jetzt kaufen wir noch die... Hier haben wir ja angefangen, auf dem hier. Dann haben wir das und das... Nee, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall die drei hier. Und jetzt würde ich sagen, hier unten eins von denen hier. Ich würde sagen, das hier, 17.000, 16.000, 800, das hier, ist am günstigsten. So. Ja, komm. So, können wir nur noch zwei Gebiete kaufen, nämlich. So, ich speichere nochmal ganz kurz, fällt mir gerade ein. So. Packen und gespeichert. So. Alles klar, dann haben wir unten nämlich auch noch ein bisschen Spielraum. Ja. Okay. So, warum ist Alexa gerade angegangen? Ich habe die gar nichts gefragt. Okay. Wir machen mal kurz einen kleinen Test. Alexa, erzähl einen Witz. Ich weiß nicht, was schiefgelaufen ist. Ich frage am besten gar nicht. Ich frag diese Frau gar nicht mehr. Ich will auch gar nichts von der mehr. Ich hab schon abgeschlossen mit der. Alexa, starte Pups-Generator. Okay. Ich weiß nicht. Ich könnte jetzt eine unschöne Geschichte, die überhaupt nichts mit mir zu tun hat, außer Schule erzählen, aber die mir erzählt wurde. Die, wo ich auch glaube von dieser Person, dass es wahr ist, aber die es getan hat, aber zu diesem Thema will ich mich da hier nicht äußern. So. Diese scheiß Fliege ist gerade auf dem Monitor drauf. Vielleicht trinke ich mal was, vielleicht ist er dann weg. Ich mache euch mal ganz kurz diese Sicht hier an, die finde ich eigentlich nicht schlecht.